Hallo, grüß euch und grüß dich zum Mastery-Video über die Massenmaße. In diesem Video zeige ich dir, wie man verschiedene Massenmaße miteinander vergleichen kann und ob eine Masse größer, kleiner oder gleich ist. Alles, was du wieder dafür benötigst, ist ein Heft oder ein Stück Papier und etwas zu schreiben. Außerdem solltest du dir auch hier bereits die vorherigen Videos angesehen haben. Los geht's! Im Alltag ist nicht immer das gewünschte Massenmaß gegeben. Umso wichtiger ist es, dass wir Massen miteinander vergleichen können. Dafür habe ich einige Aufgaben vorbereitet. Wir vergleichen jeweils die beiden Massen und setzen eines der drei Zeichen kleiner, größer oder ist gleich ein. Drücke zuerst auf Pause und schreibe die Angabe auf. Wir lösen die ersten Aufgaben gemeinsam. Gleich zu Beginn sei gesagt, dass es mehrere Lösungswege gibt. Falls du dir bei der Umrechnung noch nicht sicher bist, sieh dir am besten nochmal die Basic-Videos an. Beim Umrechnen von Gramm zu Milligramm muss man mit 1000 multiplizieren. Wir beginnen bei der linken Seite und rechnen die Maßzahl 7,5 mal 1000 und das sind 7500. Damit sind linke und rechte Seite gleich und wir tragen das Ist-Gleich-Zeichen ein. Umgekehrt hätte man genauso von Milligramm zu Gramm umrechnen können und wäre auf dasselbe Ergebnis gekommen. Wir kommen zur zweiten Zeile. Auf der einen Seite stehen 1,5 Tonnen und auf der anderen Seite 150 Kilogramm. Man kann nun entweder genauso vorgehen wie eben und eine Seite in das jeweils andere Massenmaß umwandeln oder man überlegt und weiß, dass eine Tonne bereits 1000 Kilogramm sind. Das heißt, 1,5 Tonnen müssen auf jeden Fall mehr sein. Auf der rechten Seite stehen aber nur 150 Kilogramm. Die linke Seite mit 1,5 Tonnen ist somit definitiv größer als die rechte Seite mit 150 Kilogramm und wir schreiben das Größerzeichen. Nun bist du an der Reihe. Drücke auf Pause und versuche, die beiden anderen Aufgaben zu lösen. Lasse anschließend das Video wieder laufen und kontrolliere deine Ergebnisse mit dem Lösungsweg, den ich dir dann zeige. Lass uns gemeinsam vergleichen. 8.357 Kilogramm auf der rechten Seite schreiben wir am besten mehrnamig an. Das sind 8 Tonnen und 357 Kilogramm. Das ist ungleich der linken Seite, denn hier stehen nur 35 Kilogramm und 7 Dekagramm. Lass dich nicht von den gleichen Ziffern verwirren. Die linke Seite ist kleiner als die rechte Seite, weswegen wir das kleine Zeichen schreiben. Zum Schluss wird es knifflig. Auf der linken Seite stehen 25 Dekagramm und auf der rechten 1/4 Kilogramm. Auch hier gibt es wieder verschiedene Lösungsansätze. Entweder wir rechnen Kilogramm in Dekagramm um oder wir überlegen. Wir wissen, 100 Dekagramm sind 1 Kilogramm. 1/4 von 100 bedeutet, dass wir 100 durch 4 teilen müssen, also 25. Somit sind 1/4 Kilogramm gleich 25 Dekagramm und setzen also das Ist-Gleich-Zeichen. Um für dich selbst überprüfen zu können, ob du bereits ein Profi beim Thema Massenmaße bist, habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Beantworte mit wahr oder falsch. Drücke dafür auf Pause, schreibe zuerst
die Angaben ab und löse danach die Aufgaben. Starte mit dem Video, wenn du fertig bist. Wir vergleichen und überlegen wieder gemeinsam. 100 Dekagramm sind 1 Kilogramm. Das heißt, ein halbes Kilogramm, Brot zum Beispiel, entspricht also 50 Dekagramm und somit ist die erste Aussage also wahr. Für die zweite Aussage rechnen wir in Kilogramm um. Auf der linken Seite müssen wir die Maßzahl mit 1000 multiplizieren und erhalten 6030 Kilogramm. Auf der rechten Seite stehen 6 Tonnen und 3 Kilogramm. 6 Tonnen sind 60 Kilogramm und die 3 Kilogramm dazu addiert, ergibt 6003 Kilogramm. Damit ist die linke Seite größer als die rechte und die Aussage ist falsch. Hier sind wir bereits am Ende unseres Lernzyklus angekommen. Nun bist du Profi beim Thema Massenmaße und bei Umrechnungen zwischen den einzelnen Masseneinheiten. Danke fürs Einschalten und bis bald, wenn es wieder heißt, Mathematik macht Freude, Freunde.